Das ist gut, das ist ein guter Angriff. Eine Leuchtzeit von einer 19.000stel Sekunde zu erreichen. Diese Bilder gehören uns beiden gleichermaßen. Punkt. Boah, machen die Gambo. Moin zusammen. Endlich scheint wieder die Sonne. Denn dieser Mann ist da. Das ist gut, das ist ein guter Angriff. Ja. Hallo. Finde ich auch. Das ist Carsten Mosebach, frisch gebackener deutscher Naturfotograf des Jahres. Immerhin zur Hälfte, denn das Foto gehört nicht dir ganz alleine, sondern zur Hälfte auch dem Bernhard Vollmer. Wir zeigen dieses Foto mal ganz kurz hier. Dieses Foto zeigt eine Rauchschwalbe und sie ist irgendwie so ein kleines bisschen verwischt und geblitzt und alles Mögliche. Und wie genau dieses Foto entstanden ist, das wollen wir uns heute mal angucken. Wir sind nämlich jetzt genau an der Stelle, wo Carsten und Bernhard dieses Foto aufgenommen haben. Und ich bin auch ein bisschen neugierig zu erfahren, wie genau das so vonstatten ging. Carsten, erzähl uns doch mal, was überhaupt abgeht. Ja, also du siehst hinten diesen riesen kastenartigen Aufbau aus diesen Metalllochstangen. Wir gucken uns mal eben direkt an. Also hier hinter ist der Stall, ne? Ja, so. Und wir haben diesen Kasten gebaut, Bernhard und ich, um die Lichtschranken anbringen zu können. Und um den Durchlass für die Schwalben ein bisschen zu verkleinern. Man sieht, dass das Loch eigentlich größer ist, so wie dieses braune Brettchen im Hintergrund. Und dann wäre es sehr schwer, die Schwalbe an einer bestimmten Stelle zu fotografieren, ne? Weil sie mal links oben, mal rechts unten durchfliegt und man gar nicht weiß, wo man die Lichtschranke platzieren soll. Deswegen haben wir den Durchlass verkleinert. Das ist jetzt, ich weiß nicht, annähernd zweimal der Durchmesser oder die Flügelspannweite einer Schwalbe. Und die fliegt jetzt durch dieses Loch hier durch. Und hier sind zwei Lichtschranken positioniert, die beide dann hier über das Steuergerät, über das Kabel dann zur Kamera gehen. Und wenn eine von diesen beiden Lichtschranken unterbrochen wird, dann löst die Kamera aus und mit der Kamera dann die Blitzgeräte. Die Lichtschranke funktioniert folgendermaßen. Hier oben habe ich einen Sender und Empfänger und hier unten einen Reflektorspiegel. Also die Lichtschranke sendet einen Lichtstrahl aus. Der wird hier unten reflektiert, hier oben in Empfang genommen. Und wenn dieser Strahl unterbrochen wird, löst die Lichtschranke aus. Und warum hast du jetzt zwei Lichtschranken genommen? Ja, also der Durchlass hat ja schon noch eine gewisse Größe. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt sind, 35, 40 Zentimeter. Und es gibt hier immer noch eine Menge Spielraum für die Schwalbe, links oder rechts an einer Lichtschranke vorbeizufliegen. Deswegen habe ich hier zwei installiert. Bei Bedarf kann ich auch noch eine dritte hier anbringen. Und dann ist es der Schwalbe unmöglich, irgendwie dran vorbeizufliegen. Beispielsweise könnte sie ja in dem Moment, wo sie hier diese Ebene durchquert, die Flügel gerade nach oben oder nach unten geklappt haben im Flug. Und dann ist sie sehr schmal und würde dann zwischen diesen zwei Lichtschranken vielleicht noch durchpassen. Die Test, die Lichtschranke funktioniert, sobald ich den Strahl durchbreche, kommt es zu einer Auslösung. Okay, jetzt haben wir also gerafft, wie überhaupt Carsten so schnell sein konnte, dass die Schwalbe überhaupt auf dem Foto ist. Er löst es gar nicht selber aus, sondern das macht die Lichtschranke. Würde man jetzt sich hier wirklich hinstellen mit dem Finger am Auslöser und versuchen, so schnell zu sein, die Rauchschwalbe beim Rausfliegen aus der Scheune zu fotografieren, da wird man, also wird sie nie fertig. Die wäre schon immer 3 Meter schon wieder vorne raus. Also das kann man total vergessen. Okay, aber warum ist die Rauchschwalbe denn jetzt nicht eingefroren? Warum hat die denn so einen komischen Schweif hinter sich? Ja, das war also Absicht beim Fotografieren. Wir haben eine recht lange Kameraverschlusszeit gewählt. Die Schwalbe durchquert die Lichtschranke, die Kamera löst aus, eine Belichtungszeit von 1/10 Sekunde und dann legt in dieser 1/10 Sekunde die Schwalbe meinetwegen eine solche lange Strecke zu. Und dabei hinterlässt sie einfach nur eine Schleifspur, eine unscharfe Spur, weil sie natürlich viel zu schnell ist, um bei einer Belichtungszeit von 1/10 Sekunde irgendwie scharf abgebildet werden zu können. Ja, und damit ich aber auch noch die Schwalbe scharf bekomme, kommt am Ende dieser 1/10 Sekunde noch ein Blitz. Der hat eine ganz kurze Leuchtzeit, hält die Schwalbe auf und friert sie in ihre Bewegung ein. Und dann sieht das Ganze aus wie in so einer Comiczeichnung, wenn da eine Comicfigur rennt und hinter sich so eine Spur herzieht. Geblitzt wurde dann jetzt tatsächlich nur von hier vorne hier rüber, ne? Mit einem Studioblitz. Also wie war das? Das prämierte Foto stammt aus dem Sommer 2019. Und das ist ja jetzt hier nur der Aufbau, um das grundsätzlich zu erklären. Wenn wir hier Bernhard und ich wieder fotografieren in 2 Monaten, dann ist hier noch ein bisschen mehr Aufwand. Wir haben dann nämlich nicht nur ein Blitzgerät im Einsatz, sondern mindestens noch ein zweites Blitzgerät. Der Vogel wird von 2 Seiten angeblitzt. Also hier einmal von der einen Seite schräg 30, 40 Grad Winkel neben der Kamera auf die vermutete Stelle der Schwalbe während des Fotos gerichtet. Und der zweite Blitz, der kommt auf diese Seite der Kamera und geht auch auf die vermutete Stelle des Vogels während der Auslösung.
Moment ist hier im Hintergrund, hinter der Lichtschranke ja noch der Anhänger, der hier steht in dieser Hausnische. Den schiebe ich dann raus, sodass diese Nische komplett frei ist. Und ich hänge weit hinten in die Nische ein schwarzes Tuch. Das ist so dunkel da hinten, dann im Hintergrund, dass von der Kamera aus gesehen der Hintergrund einfach nur schwarz ist bei einer Zehntelsekunde Belichtungszeit mit Blende 13. Hier die Kameraeinstellung. Die Kamera befindet sich im manuellen Modus. Die Belichtungszeit ist eine Zehntelsekunde, Blende 14, ISO steht jetzt auf 800. Und eine Brennweite am Objektiv ist um die 100 mm gewählt. Hängt so ein bisschen davon ab natürlich, je weniger Brennweite ich habe, umso weiter ist im, vor allen Dingen im Hintergrund, in ein paar Meter Entfernung der Bildausschnitt, wo ja dieses schwarze Tuch hängt. Und da muss ich einfach den Ausschnitt so wählen und die Brennweite so wählen, dass im Hintergrund das Bild nicht größer ist als der Rahmen, den das schwarze Tuch vorgibt, sozusagen. Was ist das jetzt für ein Objektiv? 24-105? Das ist ein 24 bis 105 mm Objektiv, ja. Und wie gesagt, also wenn ich jetzt tatsächlich fotografiere, liegt das irgendwo zwischen 70 und 100 mm, die ich benutze. Und der Blitz hier, das ist jetzt auch nicht irgendein Blitz, also kein kleiner Systemblitz, ja, sondern was Großes? Ich habe am Anfang versucht, das mit Systemblitzgeräten zu machen, aber die haben alle den Nachteil, dass deren Leuchtzeit zu lang ist. Also die Abbrenndauer des Blitzes. Die kann man bei den meisten Blitzen ja einstellen, zwischen der vollen Leistung und meinetwegen einer 64. Leistung. Das bedeutet, dass die Abbrenndauer des Blitzes kürzer wird. Während sie bei einer vollen Blitzleistung vielleicht eine 1000stel Sekunde beträgt oder eine 800stel Sekunde, ist bei einem Systemblitzgerät mit niedrigster Leistungsstufe vielleicht eine 10000stel Sekunde Leuchtzeit drin. Und das ist immer noch viel zu lang für die schnell fliegenden Schwalben. Wenn ich mit einer 10000stel Sekunde Blitzleuchtzeit die Schwalbe fotografiere, dann ist sie deutlich sichtbar unscharf im Bild. Also brauche ich kürzere Leuchtzeiten. Und da gibt es manche Studio-Blitzgeräte, die diese Möglichkeit bieten. Dieses hier hat die Möglichkeit, eine Leuchtzeit von einer 19000stel Sekunde zu erreichen. Natürlich ist dann die Reichweite des Blitzes nicht mehr sonderlich groß, ja. Die Leuchtdauer ist kurz und alles, was weiter als 1 bis 1,5 Meter von dem Blitz entfernt ist, kann ich nicht mehr adäquat beleuchten. Ich muss also bei niedriger Leistung auch noch nah ran. Eine Sache haben wir noch nicht geklärt, nämlich wohin stelle ich eigentlich scharf? Die Kamera muss ich ja, bevor ich anfange tatsächlich zu fotografieren, irgendwie scharf stellen. Es ist unmöglich, das im Moment der Auslösung zu machen. Und in diesem Fall ist das gar nicht so schwer, sich zu überlegen, was ich da für eine Schärfe hinlegen muss. Und zwar gehe ich davon aus, dass die Schwalbe nach dem Durchqueren der Lichtschranke einfach noch ein gutes Stück geradeaus fliegt. Und deswegen werde ich hier auf die Mitte dieses Durchlasses die Schärfe hinlegen. Das mache ich so, wenn ich alleine bin, stelle ich mir hier einen Holzgegenstand hin, auf den ich hier fokussiere. Oder wenn man zu zweit ist, dann kann man seinen Partner bitten, hier meine Hand hinzuhalten, auf die scharf zu stellen. So, und wer Carsten kennt, der weiß, dass hier so ein Foto nicht irgendwie an einem Nachmittag gemacht wurde, sondern dass das wirklich richtig, richtig lange Arbeit und Zeit gekostet hat. Carsten, wie lange hast du hier dran gesessen? Ich glaube, wir haben die letzten 3 Jahre hier Schwalben fotografiert, im Sommer jeweils. 3 Jahre, so viel dazu. Wenn man jetzt denkt, oh, das sieht aber alles irgendwie ein bisschen kompliziert aus oder so, ja, das kam wahrscheinlich auch nicht alles von heute auf morgen, sondern wurde eben hier über einen ganz, ganz großen Zeitraum immer weiter verfeinert. Und dabei sind natürlich auch ein paar andere Fotos zustande gekommen. Also dieses, was wir jetzt gesehen haben und eben gehört haben, wie das funktioniert. Also die Schwalbe, die parallel fliegt und mit diesem Lichtsaum geblitzt wurde, das ist nur ein Foto von vielen Fotos. Und ein paar andere Varianten können wir uns da auch nochmal angucken. Besonderer macht, als sie sowieso schon ist, ist, dass ihr quasi gemeinsam an diesem Fotoprojekt gearbeitet habt und dieses Foto auch euch beiden gehört. Ne? Also es ist weder du noch Bernhard der komplette Urheber. Ja. Ist das in irgendeiner Form problematisch manchmal, dass man sich denkt, oh, jetzt habe ich aber hier viel mehr gemacht, oder
hat das nur Vorteile in diesem Fall? Na, ich finde, dass ganz klar die Vorteile überwiegen. Also zunächst einmal, vor 20 Jahren bin ich Bernhard über den Weg gelaufen oder wir sind uns über den Weg gelaufen, haben uns näher kennengelernt, sind gut befreundet und gehen einfach oft gemeinsam zum Fotografieren los. So, und wie das so ist, man fotografiert gemeinsam, überlegt, was kann man denn alles noch fotografieren und dann denkt man, oh, Schwalben wären nochmal toll, ne? Schwalben werden immer seltener, diese Vögel, die Ställe, in denen Schwalben leben, werden immer noch seltener, also müssen wir uns irgendwie fotografisch diesem Projekt mal widmen. Ja, und dann steht man hier, irgendwann ist soweit und hat hier so einen wahnsinns aufwendigen Aufbau hingelegt. Ja, und welche Kamera schließt man dann an? Die von Bernhard, die von Carsten, montags von Bernhard, dienstags von Carsten, wie auch immer. Alles gibt einfach nur unbefriedigende Lösungen. Ja? Und deswegen ist die naheliegende Antwort darauf, diese Bilder gehören uns beiden gleichermaßen. Punkt. Ja, und das finde ich wirklich eine super coole Sache, denn in anderen Metiers, sagen wir mal im Naturfilm oder so, ist es ja gang und gäbe, dass man als Team arbeitet und es sind ja total egal, ist wem jetzt irgendeine Videoaufnahme oder dann in diesem Fall ein Foto gehörte und ich finde das total cool, wie Carsten und Bernhard hier das machen und ich glaube, ich würde es auch gerne noch mehr so machen und könnte es auch wirklich nur jedem empfehlen, einfach nicht irgendwie ellbogenmäßig und die Schwalbe hier gehört mir, sondern einfach zusammen zu fotografieren und zusammen Spaß zu haben. Ich glaube, da haben wir alle mehr von und wie hier gesehen, die Fotos, die hinterher bei rauskommen, die können auch noch besser werden. Deswegen folgt auf jeden Fall Carsten mal bei Instagram und bei Facebook. Das lohnt sich auf jeden Fall alleine, um hier noch zu sehen, was dieses Jahr an Fotos dazukommt. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Nächste Woche ist erstmal wieder Jan dran. Viel Spaß und bis dahin.